Aber genau das kann momentan nur Oliver Schack am allerbesten einschätzen. Nicht mal Shinya Nakano weiß, was jetzt dann passieren kann. Oliver Schack wird genauestens taktieren. Wie weit hat er hin? Von hier bis zum Zielstrich. Letzte Runde wird angezeigt. So, jetzt geht's los. Letzte Runde, meine Damen und Herren, in der Entscheidung um die Weltmeisterschaft. Schack gegen Nakano. Nein. Bleibt hinten. Ich behaupte jetzt mittlerweile, der kann nicht. Ja, man muss ja auch gegenseitige Meinungen haben, sonst ist Fahrt. Also. Oder aber er glaubt sogar, bis zum Zielstrich ihn ausbeschleunigen zu können. Wenn es ein Franzose werden soll, dann muss es jetzt passieren. Da macht ihm zu. Auf der Bremse war gut, aber Shinya Nakano immer auf Kampflinie. Macht er auch jetzt. Oliver Schack praktisch außen nebendran. Oh, verbremst sich da ein wenig, verliert einige Meter, kann wieder aufschließen. Kann aber mit Schwung etwas besser dann aus der Honda-Kurve rausfahren. Also noch ist er dran, noch ist da gar nichts passiert. Aber Shinya Nakano ist auch in der letzten Runde schon 1:33,9 gefahren. Fehlerfrei das ganze Rennen über. Und auch jetzt ist er noch dran. Oliver Schack weiß, es sind noch wenige Kurven bis hin zu seinem ersten Weltmeistertitel. Er ist dran. Hier holt er Schwung, macht er gut, kommt mit etwas mehr Speed raus. Auch die Linkskurve, alles in Ordnung, ist absolut dran. So, Achtung jetzt, Nakano oder Schack, wer wird Weltmeister? Schack, jetzt ist er dran, jetzt macht er vielleicht viel Schwung raus. Aber das wird knapp. Nakano oder Schack, jetzt ist es soweit. Der kann schneller. Oliver Schack wird Weltmeister. 14.000stel Sekunden, meine Damen und Herren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schack gewinnt um 14.000stel Sekunden diesen Grand Prix und wird der knappste Weltmeister aller Zeiten.